Hallo Björn, grüß dich. Ja. Ihr spielt hier Aggro, wenn ich das richtig sehe. Aggro. Was ist denn Aggro? Aggro ist halt ein Spiel über die Hooligan-Szene in England in den 70ern. Von daher in den englischen Arbeitervierteln angesiedelt. Und das ist mein Bruder, der Mario. Moin, moin. Er ist bei uns der Chef. Jo. Und es geht halt darum, kleine Gruppen, es ist ein Skirmisher. Also du hast nicht bei 40k große Armeen, sondern eher so 5 Mann, 10 Mann. Und die Besonderheit hier ist, du siehst hier Würfel nur als Siegpunktzähler. Das heißt, im Spiel brauchst du keine Würfel? Du brauchst keine Würfel, du brauchst ein Romy-Deck, also Karten. Das heißt, ihr habt das Zufallselement auf Karten abgebildet? Genau, auf Karten. Und zwar, du siehst hier, jeder hat sein Deck. Und je nach Aktion musst du halt entweder Bildkarten und es gilt halt auch die übliche Kartenreihenfolge, was höher ist. Und du hast Aktionen wie einmal kannst du mit Flaschen werfen. Ja, sehr lustig. Alter Fernkampfangriff. Dann kannst du ihn einschüchtern, Fangesänge. Und dann haben wir natürlich noch das gute, bewährte Schlagen. Was ist denn jetzt das Missionsziel bei so einem Spiel, was ihr hier aufgebaut habt? Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt entweder, dass man kurze Regeln hat, um einfach nur eine Mission zu spielen und Siegpunkte zu kriegen. Dann rennt man aufeinander los und boxt sich oder wirft sich mit Flaschen voll oder singt Fangehymnen. Das ist das eine Ding, um Punkte zu bekommen. Oder man macht wirklich ein Kampagnenspiel mit Missionen, wo man dann einen gegnerischen Pub überfallen soll oder Leute von ihren eigenen Fans dann abschneidet und guckt, dass die eben halt nicht irgendwie in ihre eigene Reihe zurückkommen. Das sind solche Sachen, die man eben halt machen kann. Relativ klassische Szenarien, die man macht. Okay, ich frage jetzt mal ein paar Spieler, wie die damit umgehen. Sind das alles Neulinge, die wir hier sehen? Die Spieler oder die Figuren? Alles Neulinge. Die Regeln sind sehr, sehr rudimentär, was Björn gerade schon gesagt hat. Man hat generell zwei Möglichkeiten. Eine kleine Einheit kann sich bewegen und sie kann Aktionen durchführen. Die Aktionen, die man machen kann, passen alle auf eine Spielkarte hin drauf. Das ist relativ rudimentär, aber sehr interessant, weil man eben halt viele verschiedene Möglichkeiten hat. Das ist so eine Spielkarte. Also das ist so eine kleine Spielkarte, wo die Aktionen drauf passen. Also wirklich super handlich. Einschüchtern, Flaschen werfen, Schlägerei, verspotten, Ferngesang. Ja. Das macht das Ding eben halt auch sehr, sehr einsteigerfreundlich. Man kann diese Regeln sehr schnell erklären. Sie sind leicht zu spielen, leicht zu lernen, schwer zu meistern, weil dann kommt später die Taktik mit ins Spiel und dann wird das Spiel erst sehr interessant. Und solange man sich auf diese Grundbasissachen beruft und das so ausnutzt, dann kann man auch mit totalen Neueinsteigern sofort losspielen. Ja. Wir sind dabei, das Spiel weiterzuentwickeln. Wir haben jetzt angefangen, Regeln für Bobbys zu machen. Da sind wir am Testen. Und in der frühen Entwicklungsphase haben wir auch Regeln für Mods, also die Rollerfahrer in England. Und wir haben jemanden, mit dem wir zusammenarbeiten, der uns liebe, nette, schöne Ruler macht. Da sieht man auch schön diesen Moment. Kann man vielleicht mal die Kamera halten? Der uns auch lieb und nett solche schönen Ruler macht. Von der Länge genau für die Aktion. Du hast hier zum Beispiel fürs Gehen 6 Zoll, fürs Flaschenwerfen 9 Zoll. Und für die Fangesänge 12 Zoll. Wunderbar. Dank dir für die Vorausschau. Freue ich mich. Wir geben das weiter.